Dies ist eine Gleichung ersten Grades in einer unbekannten x. Und was wir suchen, das ist die Zahl, durch welche man x ersetzen kann, damit diese Gleichheit aufgeht. Zuerst setzen wir alle x-Termen auf eine Seite des Ist-Zeichens und die anderen auf die andere Seite. 3x steht links vom Ist-Zeichen und bleibt links. Dieses minus 2x steht rechts vom Ist-Zeichen. Wir setzen das rüber auf die linke Seite des Ist-Zeichens. Und wenn man ein Minus auf die andere Seite setzt, dann wird das da zum Plus. Also dieses minus 2x wird nach links gesetzt und wird dazu plus 2x. Die 5 steht rechts und bleibt rechts. Minus 10 steht links vom Ist-Zeichen. Wir setzen diese Zahl minus 10 rechts rüber. Und wenn ein Minus rübergesetzt wird, dann wird es zum Plus. Also wird diese Gleichung hier zu 3x plus 2x gleich 5 plus 10. Also so. 3x plus 2x, das macht 5x. Und 5 plus 10, das macht 15. So. Diese Zahl 5, die multipliziert auf der linken Seite vom Ist-Zeichen. Und wenn eine Zahl auf der linken Seite des Ist-Zeichens multipliziert, dann darf man die auf die andere Seite setzen, wo sie teilen wird. Also dieses mal 5 setzen wir rechts vom Ist-Zeichen, da wird das geteilt durch 5. Also so. 15 geteilt durch 5, das macht 3. Und diese Lösung für x, die wir gefunden haben, steckt man in die Lösungsmenge hinein. Die Lösungsmenge zu dieser Gleichung ist also die Menge, die als einziges Element die Zahl 3 enthält. Wir können immer überprüfen, ob diese Antwort stimmt. Das heißt, wenn wir in dieser Gleichung x da und da durch 3 ersetzen, dann muss das links genau dasselbe ergeben wie das rechts. Das ist der Test. Also nehmen wir zuerst die linke Seite, ersetzen x durch die gefundene Lösung 3, somit ergibt die linke Seite 3 mal 3 minus 10 und das macht minus 1. Wenn wir auf der rechten Seite x durch die gefundene Lösung 3 ersetzen, dann ergibt die rechte Seite 5 minus 2 mal 3 und 5 minus 6, das ist minus 1. Also finden wir auf der linken Seite effektiv genau dasselbe wie auf der rechten Seite. Denn beide Seiten sind ja gleich minus 1. Das heißt, unsere gefundene Lösung ist die richtige.